Django hätte von Arrow Video in Amerika ja eigentlich in zwei Versionen erscheinen sollen. Neben dem Steelbook auch noch in der Limited Edition. Hätte sollen, liegt einfach nur daran, dass vor der Veröffentlichung der Titel wieder zurückgezogen wurde und man sich dazu entschlossen hat, ihn vorerst nicht auf den Markt zu bringen und vorher einen Streit mit Blue Underground, die offensichtlich ebenfalls noch behaupten, Rechte an dem Film zu haben, zu klären. Trotzdem haben einige Exemplare ihren Weg zu Sammlern gefunden, wie beispielsweise zu mir, danke Amazon.com, danke fürs Verschicken, aber nicht fürs wie verschicken. Gell? Denn auch meine Limited Edition hat hier einige Dents abbekommen, es ist aber bei weitem nicht so arg wie beim Steelbook. Trotzdem ist es natürlich sehr schade, dass das zwei der wahrscheinlich wertvollsten Teile in jeder Arrow-Videosammlung dermaßen fahrlässig entwertet wurden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die noch einmal wirklich komplett in den Verkauf kommen und eben noch einmal einer breiten Masse zugänglich gemacht werden, ist zwar durchaus vorhanden, aber ich würde das jetzt nicht als wahnsinnig wahrscheinlich behaupten. Und wenn wir uns Videos von Leuten wie dem Angry Video Game Nerd oder so anschauen, dann sind es natürlich immer diese letztendlich nicht veröffentlichten Dinge, die nur in ganz kleinen Mengen überhaupt ausgeliefert wurden, die dann eigentlich die wertvollsten sind. Aber wir finden hier auf der Box, das können wir schnell abnehmen, eigentlich ganz nett dieses Backcoverblatt, weil eigentlich auf der Box hier nur ein kleines Artwork ist, das mehr oder weniger das Frontcover-Artwork sehr schön fortsetzt, wobei eben die Charaktershots alle vorn sind und hinten einfach leer. Trotzdem irgendwie ganz schön gezeichnet mit einer schönen Struktur. Nix im Vergleich zu diesem Frontcover-Artwork, das mir persönlich wirklich extrem gut gefällt, das sehr, sehr schön und vor allem eben auch sehr, sehr detailliert gezeichnet wurde. Das ist echt eine coole Geschichte in diesem stabilen Schuber, der übrigens genauso gemacht wurde wie die letzten Schuber von Arrow Video, also aus sehr, sehr dickem Karton, wo glücklicherweise nicht wahnsinnig viel passieren kann, weil ich will nicht wissen, wie das ausgeschaut hätte, wenn das Ding nicht so stabil wäre. Wir finden einerseits in diesem Schuber dann das Keep Case mit dem grundsätzlich selben Motiv, auch hier mit den Informationen hinten drauf, auch hier quasi mit dem durchgehenden Motiv, das da verwendet wurde, drinnen dann natürlich mit sowohl dem Film Django als auch mit Texas Adios, wobei auch das Wendecover hier für den Film Django ist und Texas Adios offensichtlich nur der Bonusfilm mit, ehrlich gesagt, einem ziemlich geilen Wendecover. Das muss man echt sagen, vor allem nämlich auch, weil das Wendecover hier komplett angepasst wurde und, wenn ich das da wegkriegen will, und eben auch der das Backcover dann passend dazu schwarz ist. Drinnen wartet einerseits Werbung zu dem Titel The Slayer, ebenfalls ein saugeiles Artwork von Jason Osborne, und dann einige Fotoaushänge, nämlich insgesamt sind es zwei Sets. Das ist tatsächlich der deutsche Fotoaushangsatz hier noch mit dem FSK freigegeben Stempel drauf, was ich ja ziemlich cool finde, weil Arrow Video ab und zu auch tatsächlich eben altes deutsches Material hat und verwendet. Aber sie haben in dem Fall nicht nur einen Fotoaushangsatz genommen, sondern gleich zwei. Der italienische offensichtlich ist es dann hier auf der Rückseite, wobei mir der vom Design her ja noch wesentlich besser gefällt als der deutsche eigentlich. Das sieht ja auch ziemlich cool aus, was sie da verwendet haben, damals vor allem das Bild. Sehr, sehr coole Sache. Aber neben dem Keep Case hat jetzt die Limited Edition noch einige andere Goodies, die es beim Steelbook allein aus Platzgründen nicht gab. Wir bekommen nämlich beispielsweise noch ein Poster. Das bietet auf der einen Seite das
Motiv, das dürfte aus Italien sein, das wir eben auch als Wendecover-Motiv im Inneren gesehen haben, das eigentlich ziemlich scharf und qualitativ ansprechend hier rüberkommt. Und dann auf der Rückseite gibt es ein anderes Motiv, das in dem Sinne von der Qualität her das genaue Gegenteil ist. Ich glaube, selbst auf diesem Video muss ich nicht erwähnen, dass das wesentlich unschärfer und wesentlich verpixelter ist. Alleine der rote Django-Schriftzug hier unten zeigt fast unpackbare Kompressionsspuren im Vergleich zu demselben Django-Schriftzug auf der Rückseite. Also deutlicher könnte das nicht sein. Offensichtlich, und ich vertraue Arrow Video tatsächlich, dass sie da angemessene Materialrecherche betrieben haben, dürfte es von diesem einen Plakat scheinbar kaum brauchbares Material mehr geben. Und wie gesagt, besser so als gar nicht. Das Artwork, das man beim Steelbook als Frontcover verwendet hat, hat man bei der Limited Edition fürs Booklet genommen. Und während das Booklet beim Steelbook insgesamt 30 Seiten umfasst hat, sind wir hier bei über 50. Also da hat man eine Menge mehr Material mit dabei und hat das offensichtlich tatsächlich nicht einfach damit gemacht, dass man den Text wesentlich größer schreibt, weil der ist auch in diesem Fall angenehm klein geschrieben mit einigen Bildern drumherum. Ich nehme einfach an, dass hier tatsächlich einfach, das glaube ich war im anderen Booklet nicht, bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall sehr nett, hier zum Durchblättern einige Dinge zu sehen und diese ganzen Goodies vor allem mit dem Keepcase, mit dem Booklet, mit dem Poster, passt alles wunderbar in den Schuber hinein. Wie gesagt, sehr, sehr schade, dass mein Ding eine Delle hat. Sehr, sehr schade offensichtlich, dass das Ganze aufgrund einer Streiterei vielleicht irgendwann einmal, aber vielleicht dann auch nie, jetzt wirklich veröffentlicht wird. Aber ich schätze mich in dem Fall wahnsinnig glücklich, dass ich's habe.